sonst nicht gehen kann. Da hält der Wind den Atem an, weil sonst nicht gehen kann. Es ist nur los, Hannover, der Orca. Die Fischer trinken und rauchen am Mallorca. Dass das ganze Land verpestet. Es stinkt, als ob es Fisch verwestet. Ja, hält der Wind den Atem an, weil sonst nicht gehen kann. Da hält der Wind den Atem an, weil sonst nicht gehen kann. Ja, hältst du mit den Atem, ja, hältst du mit den Atem, ja, hältst du mit den Atem, ja. Ja, hat vielen, vielen Dank. In diesem Lied kam das Wort Fisch vor. Und es bedeutet, dass wir uns unseren beliebten Tierliedern wieder nähern. Fisch ist ja ein Tier, oder? Aber wir wollen erstmal über einen Menschen ein Lied singen, beziehungsweise ein Mensch singt ein Lied, wie er die Tiere tötet. Aber das ist alles nur Jägerlatein. Und ich schieße den Hirsch. Muss es sein, noch ein Schwein? Wenn ich kann, schieße ich einen Fasan. Es tut nicht weh, auch nicht dem Reh. Eine Ladung voll Schrot und alles ist tot. 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 Wow, 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 wow. Einen Fasan. Es tut nicht weh, auch nicht dem Reh. Eine Ladung voll Schrot und alles ist tot. 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 Oh, 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 oh. Ja, Jägerlatein. Ein Tier, welches man meistens nicht auf der Jagd erlegt, ist folgendes. Man erlegt es meistens auf dem Teller oder am Grill vor der Kaufhalle. Die alte Henne. Welches Tier, was da in meinem Garten scharrte. Ich warf nach ihm mit einem Stein, das es erschreckt gar harte. Ich traf genau es links am Hals,
so macht es mir auch keine Mühe, es abzusammeln, als es fiel. Zerhackt kommt an die Brühe. Oh, alte Henne. Oh, alte Henne. Oh, 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 oh. Es war ein widerliches Tier, was da in meinem Garten scharrte. Ich warf nach ihm mit einem Stein. Das ist erschreckt, Karkate. Ich traf genau es links am Hals. So macht es mir auch keine Mühe. Es rast es an den Eises viel. Das kommt an den Weg. Oh, alte Henne. Oh, alte Henne. Oh, oh, oh. Ja, ich merke, irgendwie kommen die Lieder, wo die Tiere getötet werden, nicht so gut an, oder? Ja. Ich will nochmal dazu sagen, wir haben die Texte nicht geschrieben, sondern wir verbreiten nur Kulturgut. Kulturgut eines russischen Dichters. Es ist kein russisches Liedgut, es ist deutsches Liedgut mit den Texten eines russischen Dichters. Wollen wir das einfach mal klarstellen. Aber auch unser russischer Dichter namens Pratajew liebte die Tiere. Und eins liebte er ganz besonders. Genau, es war die Ratte. Denn auch die Ratte hat ein Herz. Mancher kann es gar nicht leiden, wenn eine Ratte huscht davon. Er würde sie gar lieber fangen in einem alten Topf aus Ton. Er würde das ja dann gerne machen, ein Spießung vom Schwein. Darüber kann ich gar nicht lachen. Und ich sage, lass es sein, denn auch die Ratte hat ein Herz. Und es tut ihr sicher weh, wenn sie beim Feuer brennt und aus den Wolken fällt der Schnee. Denn auch die Ratte hat ein Herz. Und es tut ihr sicher weh, wenn sie beim Feuer brennt und aus den Wolken fällt der Schnee. Er kann es gar nicht fassen, dass die Ratte schneller ist. Wie die Katzen sowas machen, hätte er dann gern gewusst. Und aus dem Mund tropft schon die Spucke, Rattenfleisch ist delikat. Und ich sage, lass es bleiben, auch wenn man großen Hunger hat. Denn auch die Ratte hat ein Herz. Und es tut ihr sicher weh, wenn sie beim Feuer brennt und aus den Wolken fällt der Schnee. Denn auch die Ratte hat ein Herz. Und es tut ihr sicher weh, wenn sie beim Feuer brennt und aus den Wolken fällt der Schnee. Denn auch die Ratte hat ein Herz. Und es tut ihr sicher weh, wenn sie beim Feuer brennt und aus den Wolken fällt der Schnee.